So, und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, würde ich sagen, dass die Lampe wesentlich heller ist als die von Hensch. Ist ja auch eine heller. Yo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen kurzen Video am Sonntag. Ihr seht, es wird gerade dunkel draußen und ich habe mir gedacht, jetzt ist wieder Zeit für Blaulicht. Einige von euch haben mich nämlich gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann über zwei Kennleuchten, die schon etwas länger auf dem Markt sind, und da sind mir direkt zwei eingefallen. Beginnen wir mit der ersten Kennleuchte. Die erste Kennleuchte ist eine Hensch Movia D. Ich glaube, die ist schon seit über 10 Jahren auf dem Markt. Ist nicht schlecht. Finde ich persönlich ein bisschen zu groß. Dann gibt es hier, das hört ihr, eine Oberfläche, die nicht unbedingt flach ist. Das heißt, von der Pflege her auch nicht unbedingt die beste. Und ganz klar auch der Riesen-Fail bei Hensch ist die Gummidichtung. Finde ich auf jeden Fall nicht ganz so passend. Das Spiralkabel ist ziemlich kurz, das könnt ihr gerade hier sehen. Es ist ziemlich dick auf jeden Fall und es ist, glaube ich, für die Dichtung im Auto auch nicht so gerade passend. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man dieses Kabel auf 3 Meter ausziehen kann, so wie Hensch das sagt. Was ich jetzt natürlich persönlich ein bisschen blöd finde, ist, wenn ich jetzt ein Auto habe, was etwas größer ist, wir werden das gleich natürlich am Heck des Fahrzeugs testen. Der Zigarettenanzünder hier vorne ist zufällig außer Funktion und somit müssen wir von hinten den Zigarettenanzünder benutzen und gucken, ob das Kabel überhaupt bis vorne reicht. Mehr gibt es über die Lampe jetzt nicht unbedingt zu sagen. Wir gucken gleich mal, wie die draußen in der Dunkelheit aussieht. Jetzt kommen wir zu dem absoluten Top-Teil, meine Freunde. Ich habe lange gesucht. Ich habe sie endlich gefunden. Die Kylix 5000. Zack. Ich finde die persönlich definitiv besser als die Movia D. Die Oberfläche ist spiegelglatt, ne? Super leicht zu pflegen. Hier unten gibt es einen richtig coolen Sockel, der hat so ein bisschen was von Kühlkörper. Hier unten gibt es 3 kleinere Magnete. Wenn ich jetzt nochmal beide nebeneinander halte, seht ihr, dass die hier wesentlich kleiner ist und kompakter und besser in der Hand liegt und auch die glatte Haube hat. Außerdem liefert Heller direkt eine Mikrofaserhaube mit dazu. Finde ich auch ziemlich cool, ne? Und somit erkennt keiner, dass es ein Blaulicht ist. Um nochmal auf die Magneten zurückzukommen, also hier sind 3 kleinere Magneten, die halten auch nur bis 200 km/h, nicht bis 215. Und in der Mitte gibt es noch einen Saugnapf, damit ich die an einer Badezimmerwand oder so anbringen kann. Ich weiß gar nicht, wofür der da ist, ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Gummidichtung ist auch sehr stabil, ist auf jeden Fall stabiler als bei Hensch. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Feature, meine Freunde. Dünnes, glattes Spiralkabel. Das reicht nicht, glaube ich. Könnt ihr es noch sehen? Also hier ist die Kennleuchte, hier ist das Spiralkabel und das, würde ich sagen, sind schon fast 5 Meter. Was hier ganz cool ist, wenn die Lampe auf dem Dach steht, habt ihr erst hier hinten den Spiralanteil. Das heißt, dieser Teil geht durch die Gummidichtung und ist extrem flach. Finde ich ultimativ. Bevor ich jetzt aber noch weiter stundenlang in dem Auto hier über die Kennleuchten erzähle, würde ich sagen, machen wir mal direkt den Test. So, um die Kennleuchten zu testen, würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der ersten Kennleuchte und die hier vorne hinstellen. Zack. Der Zigarettenanzünder vorne funktioniert nicht, deswegen müssen wir mit dem Kabel, mit diesem Kabel, bis hinten zum Heck. Jetzt muss die nämlich da rein, hinten zu dem Anzünder. So, das Kabel kommt hier an. So, ab rein. Ab rein. Wenn ich jetzt die Tür hier zumache, zack, haben wir schon das Problem mit der Gummidichtung, ne? Also hier geht die schon ziemlich weit auf. Und ja, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ist okay, ne? Also die sieht wirklich okay aus. Ist schon ziemlich fummelig, die ist extrem auf Spannung, die Nummer, ne? So, ich packe die jetzt mal in den Kofferraum. Vielleicht ist der Ton hier ein bisschen besser und ihr seht, guck mal, wie ausgeleiert die ist. Die hat hier in der Mitte schon so einen Knick drin von der Gummidichtung. Und ja, Kennleuchte. So, und jetzt lege ich das Kabel hier rüber und ihr seht, es ist schon wesentlich einfacher und es bleibt auch hinten. Und guckt euch das an, wie locker das Kabel noch hängt. Also ich habe hier noch richtig viel über, ne? Guck mal, ich kann das jetzt hier noch bis unendlich ziehen. So, und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, würde ich sagen, dass die Lampe wesentlich heller ist als die von Hensch. Ist ja auch eine heller. Wenn ich jetzt nochmal nah rangehe, die hält auf jeden Fall extrem stabil, ist schön kompakt und hat so ein bisschen die Eierform wie so eine Rota. Aber finde ich ultra nice. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, normal bin ich immer ziemlich neutral gegenüber Kennleuchten, aber die Kennleuchte finde ich definitiv besser als die Movia und ich weiß auch nicht, warum die sich nicht so wirklich etabliert hat auf dem Markt und alle diese komische Movia gekauft haben, weil die Kennleuchte ist wesentlich leichter zu pflegen, das Kabel ist wesentlich besser und ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wie lang dieses Kabel ist. Wahnsinn, die ist wirklich Wahnsinn. Die ist kompakt, die ist etwas höher. Natürlich, wenn ich jetzt nah dran stelle, die ist etwas höher, aber wenn ich jetzt mal so gucke, ist die um einiges kleiner. Na gut, den Aufkleber müsst ihr euch jetzt ein bisschen wegdenken, aber ja, made in Germany. So, das war's mit dem kleinen kurzen Review. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder gebt auf jeden Fall eine Bewertung. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, auch für diese Privatanwender, gibt es jetzt hier bald ein Video über die rote LED, wobei die ist gar nicht roter LED, sondern Doppelblitz-LED. Das dauert noch ein bisschen, weil ich mir da so ein kleines Special ausgedacht habe. Aber ansonsten, ja, sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.